Herzlich willkommen zu diesem vierten Video aus der Reihe Fotos verbessern mit GIMP. Es geht hier jetzt darum, in diesem Video euch zu zeigen, wie ein Beschnitt nach der sogenannten Drittelregel im goldenen Schnitt funktioniert. Worum geht es hier? Bei allen Fotos, die man anderen auch zeigen möchte, geht es darum, natürlich auch eine gelungene Anordnung der einzelnen Elemente innerhalb eines Fotos zu finden. Das heißt, je nachdem, an welcher Stelle an einem Foto sich etwas befindet, eine Person zum Beispiel, ob sie ist links, vorne, hinten, wo immer sie steht, wird man einen anderen Eindruck erzeugen können. Und da haben sich im Laufe der Jahrhunderte, und da beziehe ich mich jetzt nicht auf die Fotografie, sondern auf die Malerei zum Beispiel oder auf die Architektur, bestimmte Regeln herausgebildet. Und eine Regel davon ist die sogenannte Drittelregel. Und wir sehen das jetzt hier in diesem Wikipedia-Beitrag. Auf der rechten Seite hier ist ein Beispiel für so eine Drittelregel. Und die schaut jetzt so aus, dass man ein Bild in 9 gleich große Teile unterteilt. Entscheidend sind hier, wie man auch sieht, sind dann auch noch diese Schnittlinien. Da sieht man, dass hier dieser Baum hier auf der rechten Seite entlang einer Schnittlinie dargestellt wird. Wenn dieser Baum jetzt in der Mitte wäre, würde dieses Bild einen anderen Eindruck erwecken, als wenn es hier auf der rechten Seite dargestellt wird. Diese Drittel kann man sich auch so vorstellen, dass im unteren Bereich hier sich das Wasser befindet, im ganz oberen Bereich befindet sich der reine Himmel und in der Mitte befindet sich hier dann an der Schnittlinie im rechten Bereich dann hier dieser Baum. Und wenn man das beherzigt, dass man sich vorstellt, wenn man ihn fotografiert, dass man diesen Bereich in 9 gleich große Teile unterteilt, dann sich überlegt, okay, ich teile mir das in ein Drittel, unterer Bereich ist dann das Wasser, im oberen Bereich ist dann die Luft, der Himmel und im mittleren Bereich ist dann zum Beispiel zum größeren Teil dann dieser Baum, kann man ganz bestimmte Eindrücke dann letztlich dann erzielen. Ich zeige dir jetzt einmal, wie man das mit GIMP machen kann. Ich habe in GIMP hier bereits ein Foto geöffnet. Möchte das dementsprechend dann zuschneiden. Und hier wesentlich ist hier dann dieses Werkzeug, dieses Zuschneidewerkzeug letztlich. Mit Hilfe dieses Zuschneidewerkzeugs kann man dann, wenn man hier unten da in den entsprechenden Eigenschaften sich das hier genau anschaut, kann man hier dann eine entsprechende Einstellung vornehmen, nämlich die Drittelregel. Diese Drittelregel führt dazu, dass dann Hilfslinien eingeblendet werden, wenn ich dieses Schneidewerkzeug verwende. Ich ziehe jetzt hier das auf bei gedrückter linker Maustaste und ziehe das jetzt hier mal zum Beispiel so auf, wenn ich hier ans Ende fahre, komme ich jetzt hier anfasse, wo ich das dann vergrößern kann und habe hier dementsprechend dann hier eine beinahe eine Drittelregelung. Ich vergrößere das jetzt hier. Und habe dann hier in der Mitte dieses Gebäude. Herum habe ich dann den Himmel und herunten habe ich dann den Rasen bzw. die Straße, die sich dann hier befindet vor diesem Gebäude. Dann nehme ich, bevor ich das zuschneide, noch besser orientieren kann, wähle ich hier dann noch hervorheben und sehe dann in der etwas helleren Darstellung dann den Bereich. So kann ich das dann noch anpassen. Habt ihr hier in der Mitte praktisch dann hier dieses Haus, dann hier unten Rasen und Straße und im oberen Bereich habe ich dementsprechend dann hier den Himmel. Wenn ich jetzt hier auf Enter drücke, wird das Bild dementsprechend dann zugeschnitten. Dann gehe ich zu einem nächsten Beispiel. Hier habe ich wiederum eine Abbildung und hier möchte ich dann wiederum die Drittelregel verwenden, die ich dann eben zu meiner Darstellung dann verwenden möchte. Ich ziehe das jetzt hier wieder auf. Das überlegen wir dann im linken Bereich, in dem Fall sehe ich das jetzt hier so, also vertikal, nicht horizontal wie davor, habe ich hier diesen einen Baum. Hier in der rechten Seite habe ich hier den anderen Baum. Verkleine ich das noch, weil es noch mehr der Drittelregel entspricht. Habe hier dann praktisch den Baum, in der Mitte habe ich dann einen relativ freien Himmel. In den rechten Bereich habe ich dann wiederum diesen Baum. Wie du siehst, gehen hier hinein dann immer dann doch ein paar Äste, diesen mittleren Bereich. Damit möchte ich dir zeigen, dass es nicht darum geht, ganz genau, ganz exakt diese Regel einzuhalten, sondern einfach ein gewisses Gefühl dann zu erzeugen. Schauen wir mal an, ob sich das
vom Gefühl her verändert hat, wenn man das Bild betrachtet. Ist meine Mitte. Und es schaut tatsächlich dann doch etwas anders aus. Eine andere Wirkung entsteht dann letztlich. Kommen wir zu einer anderen Abbildung. Hier kann man sich schon vorstellen, dass hier dann die Drittelbildung dann wieder horizontal erfolgt. Ich ziehe mir dann wieder, wähle hier wieder das Zuschneidewerkzeug, ziehe wieder hier dieses Drittel Regelung auf, passe das an, schaue vielleicht, dass das dann so ist, drücke wieder Enter. Ich habe tatsächlich im oberen Bereich eben dann hier diesen Himmel, dann hier dieses Gebäude und da unten dann die Pflanze. Machen hier eine Vorstellung, wäre eine vertikale wiederum möglich, verwende wieder diese Drittelregelung, ziehe hier diesen Bereich auf und überlege mir, naja, ich könnte ja zwei Drittel des Bildes dann zum Beispiel hier diesem, gehen wir da herüber, zwei Drittel diesem Doppeldeckerbus bei Belass behalten und durch diese zwei Drittel wirkt er noch dominant in diesem Bild. Diese zwei Drittel, die er dann einnimmt von diesem Bild. Und dementsprechend wird die Wirkung dann noch verstärkt wahrscheinlich. Also das haben wir jetzt hier diese Drittelregelung gesehen. Als nächstes möchte ich dir dann den bekannten sogenannten goldenen Schnitt zeigen. Dazu gilt es dann beim GIMP hier an und für sich diese Hilfslinien umzustellen und hier dann den goldenen Schnitt einzustellen. Und du wirst gleich anhand der Hilfslinien erkennen, dass der Unterschied an und für sich darin besteht, ich ziehe das jetzt hier mal auf, dass diese Hilfslinien so gesetzt sind, dass die äußeren Bereiche wesentlich größer sind als der mittlere Bereich. Und dieses Verhältnis dieser Linienzunahme, dieser zueinander, entspricht einem bestimmten mathematischen Verhältnis. Das bedeutet praktisch, dass ich in der Mitte hier zum Beispiel einen schmäleren Bereich hineinnehme und links und rechts dann eine etwas stärkere Anordnung dann darlege. Wie auch hier gilt, drücke wieder Enter, dass es da keine sklavische Vorgabe gibt. Das heißt, es muss nicht alles exakt so sein, sondern dass ein und für sich in der Mitte ein schmälerer Bereich dann hier eine entsprechende Vorgabe darstellt. In der Geschichte hat dieser goldene Schnitt schon eine bestimmten Bekanntheitswert. Ich habe mich hier jetzt an den Wikipedia-Artikel hier gehalten und da gibt es hier eben dann eine Abbildung. In dem Fall ist das hier das Rathaus aus Leipzig, das sogenannte Alte Rathaus. Das ist ein Bau aus der Renaissancezeit um 1556, 57 herum. Und da würde dann der goldene Schnitt dann bedeuten, dass in der Mitte dieser Turm, dieser schmale Bereich ist, wenn du dich erinnern kannst. Vergleichbar hier mit dem Baum, den wir dann in GIMP gesehen haben, und links und rechts dann dieser größere Bereich dann letztlich ist. Das heißt, dieses Gebäude wurde hier architektonisch nach diesem goldenen Schnitt angefertigt. Und sehr bekannt ist ja hier diese Abbildung, die wir von Leonardo da Vinci bekommen haben, aus dem Jahr 1492, also genau das Jahr der Wiederentdeckung Amerikas. Und da geht es darum, dass er da ein Werk eben verfasst hat, das hat den Namen der vitruvianische Mensch. In der Mitte wiederum dieser schmälere Bereich und außen dann dieser stärkere, also diese größere Fläche, die dann dargestellt wird. Schauen wir uns dann das noch einmal an. Okay, hier habe ich das gemacht. Hier habe ich noch eine Abbildung, wo man das gut verwenden könnte. Hier ein Blick auf Hallstatt. Ich wähle wieder das Beschneidewerkzeug und den goldenen Schnitt. Und wähle Hilfslinie zu. Groß, dass das Kind im Vordergrund hier diesen Bereich dann einnimmt. Ich drücke Enter und habe das dementsprechend dann hier, das Kind durch den goldenen Schnitt in den Vordergrund gerückt. Ja, ich hoffe dir ganz einfach und nicht allzu detailliert, das ist hier an dieser Stelle wahrscheinlich auch nicht notwendig, den goldenen Schnitt und die Drittelregel erklärt zu haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.